Willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Wir sind im Begriff, Snide alle Blaupausen zu geben, die wir haben. Das haben wir mit Diddy, Tiny, Lanky und Chunky schon getan im letzten Part und dazwischen. Während wir hier ein letztes Mal für jetzt, hier und heute uns die Sequenz antun. Wir können ihnen nämlich alle Blaupausen auf einmal geben, ist ja ganz klar. Und dafür gibt er uns alle goldenen Bananen auf einmal. Schöne Konstruktion, das Ganze. Okay, und damit kriegt auch Donkey Kong jetzt seine Bananen. Aber nur 7. Denn eine Blaupause haben wir noch nicht. Die Blaupause der Oberwelt. Wie gesagt, wir haben die 7 regulären Welten jetzt komplett gelöst. Und noch die Oberwelt ein bisschen und dann straight zum Finale. Bananen in Hülle und Fülle. Aber nein, das reicht den Kongs noch nicht. Nein, sie müssen weitermachen. Sie wollen immer mehr Bananen. Und wenn sie dafür Kopf und Kragen riskieren... Sag mal, hört's irgendwann mal auf hier. Da sind es noch weniger als sonst. 195 Bananen. Sieht das ein bisschen besser aus als zuvor? Blaupausen angucken und... Oh Gott, eine fehlt. Ausgang. Ich weiß auch, wo die fehlt. Nämlich, die kommt erst ganz am Ende. Im letzten Lobby des finalen Levels, wo es nicht viel zu sammeln gibt. Oder eigentlich nichts zu sammeln gibt. Ich frag mich, was noch fehlt. Zeig mal her. Ist klar, also... Achso, logisch. Okay, ja, mein Gott, das fehlen halt noch an allen Ecken und Enden. Irgendwas. Ich müsste aber echt mal wissen, wo das scheiß Chunky-Fass ist. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Auf der rechten Seite des Wasserfalls kommt der Ananas-Atomisator zum Einsatz. Die haben wir. Das haben wir auch. Aha. Ach komm, erzähl kein Mist. Okay. Boom. Um nach ganz oben zu gelangen, müssen wir sowieso mit Tiny hier was erreichen, aber ich habe gesehen und gelesen. Irgendwas von wegen Tiny Musikplatte. Das werde ich mir mal anschauen. Oder wir werden... Wir werden es erstmal anschauen, aber nicht als Donkey. Wir werden es gleich mal als Chunky ansehen. Vielleicht ist es Chunky Fass ja dort. Ich bin nur zu blöd, es zu benutzen. Nee, es war doch... Es taucht auf dieser Insel auf, okay? Also, komm, Tiny und die treibt sich jetzt mal ein bisschen auf dem... auf der Insel rum von King K. Rool. So, Freunde. Fledermäuse for the win. Es ist so. Da ist was Schönes. Aber das ist ein Tiny-Blatt und nichts anderes. Obwohl, ich glaube, wenn wir oben sind, kommt dort eine Musikplatte. Auf jeden Fall kommt da eine Bananenfee. Das ist schön. Die zählt natürlich auch zu den 100%. Die letzte des Spiels. Natürlich nicht direkt eingefangen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Wir haben sie aber gut vor der Linse. Das war sehr schlecht. Ich weiß es selbst. Wir warten einfach, bis sie uns direkt hier hinspringt. Hm. Schlechte Taktik. Hm. Ich hatte Hoffnung, ich hatte Hoffnung. Man kann ja echt nie berechnen, wo die hinfliegen. So, jetzt gehen wir mal die ein bisschen hinterher. Es war doch so knapp. So, du hältst mich jetzt bitte nicht zum Narren. Der ich ohnehin schon bin. Wenn das kein Treffer war, dann weiß ich auch nicht. Damit hätten wir wohl alle Bananenfeen. Bin mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich. Spielen wir jetzt mal da drauf.
Mal sehen, was alles Schönes passiert. Sieh, was ich gefunden habe, Tiny. Eis von Crankys Spezialfässern. Sieht eher aus wie eine Banane. Nein, er meint natürlich das Chunky-Fass. Das ich die ganze Zeit so schmerzlich vermisst habe und gesucht habe. Bevor es weitergeht, werde ich mich noch ein bisschen umgucken. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, nur von hier aus konnten wir da reingelangen. Zum Finale. Und dann wollen wir ganz kurz noch die Blaupause holen, damit wir damit fertig sind. Chunky. Ich sehe Chunky. Okay, epischer Banana-Porter im Lobby. In diesem winzigen Lobby. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was bewirkt das denn? Ich meine... Okay, jetzt auf einmal sind die Dinger da. Ich sehe da links auch ein schönes. Ein sehr schönes Fass. Aber das ist nicht für uns bestimmt, oder wie? Hä? Scheinbar doch. Dann löse es, Chunky. Welcome to Bonus Stage. Kremlin Crash. War zuletzt doch recht fordernd. Es kommt einfach keiner. Unglaublich, da ist einfach keiner gekommen. So sind die Kremlings, die lassen sich Zeit. Nicht pünktlich. Ach, nerv mich nicht. Okay, diesmal bin ich auch nicht gut. Ich hatte echt schon bessere Tage. Nee, das ist nix hier. Vor allen Dingen der Anfang war ja wohl für die Katze schlechthin. Nee. Nee, das kann nichts mehr werden. Komm schon. Und tschüss. Weniger Zeit, als wir noch treffen müssen. Neuer Versuch. Welcome to Bonus Stage. Welcome to Bonus Stage. Mit ein bisschen mehr Glück und Verstand schaffen wir das. Vor allen Dingen tauchen die jetzt auch mal nach dem Start auf. Finde ich gut. Wir treffen aber trotzdem kein Schwein. Das ist doch unglaublich. Die sind jetzt natürlich wenig... Nee, Moment. Irgendwas geht hier gerade total schief. Welcome to Bonus Stage. Das gefällt mir gar nicht. Wie viele müssen wir denn treffen? 30? 28, na toll. Da taucht keiner auf, wenn ich anfange zu schießen. Wohl auch irgendwie zurecht, aber... Jetzt kommt's drauf an. Kann doch nicht wahr sein. Ich versuche mich ein bisschen zu konzentrieren, indem ich nicht rede. Verzeiht mir das an dieser Stelle, aber es erfordert schon viel Konzentration hier. Yeah.
Das kann doch nicht wahr sein. So knapp kann es doch niemals ausgehen, ey. Noch ein Versuch. Leute, steht mir bei. Wir können es gemeinsam schaffen. Glück auf. Diesmal sieht's unerwartet gut aus. Ich bin überrascht von mir, aber während ich das sage, klappt gar nichts mehr. Diese Erniedrigung lasse ich nicht über mich ergehen. Wir versuchen es bis zum Ende der Zeit. Dabei sah es doch nur so gut aus. Es sah noch so gut aus. Na gut. Ich lass mich nicht unterkriegen. Vielleicht. Ich kann's nicht glauben, was hier los ist. Endlich habe ich es geschafft! Hat ja schon fast den halben Part gebraucht, hey. Ich bin sehr enttäuscht über mich selbst. Dass ich wegen sowas so eine Nase rumführen lasse. Ärgerlich. Dabei wollte ich das doch gar nicht. Unepisch. Weiter geht's im nächsten Part. Bis dann und ciao!